Das ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Herzlich willkommen bei Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige. Was denn? Was guckt ihr denn so? Was ist das denn? Ich habe total geschwollene Hände. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht irgendeine Allergie. Wie soll ich denn damit basteln? Ich hab's. Ich benutze heute einfach ein paar größere Stifte. Nee, geht auch nicht. Ich habe überhaupt kein Gefühl in den Händen. Oh, ich glaube, das wird heute nichts. Au! Jetzt habe ich mir auch noch meinen Daumen in der Tür eingeklemmt. Ich glaube, das ist heute nicht mein Tag. Hey, war doch nur ein Witz. Diese Riesenhände sind natürlich nicht echt, sondern selbstgemacht. Stark, oder? Wollt ihr auch so welche? Gar kein Problem. Besorgt euch als erstes mal ein paar alte Handschuhe. Egal in welcher Größe. Wichtig ist nur, dass die keiner mehr braucht. Gartenhandschuhe sind perfekt. Und schon könnt ihr loslegen. Legt einen der Handschuhe mit der Handinnenfläche nach unten auf einen großen Pappkarton. Die Handschuhöffnung platziert ihr genau an der Unterkante des Kartons. Mit viel Klebeband klebt ihr ihn ordentlich fest. Dann zeichnet ihr mit einem schwarzen Filzstift außenrum eine riesen Hand. Den Handschuh nehmt ihr natürlich als Vorlage. Jetzt noch der Daumen und schon könnt ihr die Riesenhand ausschneiden. Fertig ausgeschnitten sieht die Basis für eure Riesenhand so aus. Jetzt probiert gleich nochmal, ob ihr eure Hand immer noch gut in den Handschuh reinstecken könnt. Perfekt. Wenn nicht, dann löst einfach nochmal vorsichtig die Klebstreifen und verklebt sie an den Fingerspitzen neu. Jetzt ist eure Riesenhand aber noch ein bisschen flach. Das müssen wir unbedingt ändern. Dazu benutzt ihr jede Menge Zeitungspapier. Formt daraus solche langen Zeitungspapierwürste für die Riesenfinger. Die klebt ihr einfach auf die Papphand. Dann braucht ihr noch ein dickes Zeitungspapierkissen für den Handrücken. Klebt alle Einzelteile mit viel Klebeband auf der Papphand fest. Wenn ihr soweit seid, probiert noch mal aus, ob ihr immer noch eure Hand in den Handschuh stecken könnt. Wenn ja, dreht die Hand um und macht das Gleiche auch noch auf der anderen Seite. Formt wieder zuerst die Finger und dann noch ein größeres Zeitungspapierkissen für die Handfläche. Wenn ihr die Hand auf beiden Seiten mit Zeitungspapier aufgepolstert habt, dann sieht sie so aus. Fehlen nur noch ein paar Einzelheiten, damit sie aussieht wie eine richtige Hand. Also natürlich Fingernägel und eine ordentliche Haut. Schneidet aus Pappe erstmal 5 Fingernägel aus und klebt sie vorne auf die Finger. Ihr könnt es mit doppelseitigem Klebeband machen oder auch mit normalem Kleber. Wenn alle Fingernägel festgeklebt sind, dann bedeckt eure Hand mit einer Lage Pappmaché-Haut. Mischt dazu weißen Bastelkleber mit Wasser und bedeckt das Ganze mit Küchenpapierschnipseln. Achtet darauf, dass die Hand eine schöne Oberfläche bekommt. Über die Fingernägel könnt ihr auch Küchenpapier legen. Mit dem Pinsel bringt ihr alles in die richtige Form. Bei der Öffnung hier unten müsst ihr aufpassen, dass ihr den Handschuh nicht zukleistert. Wenn ihr die ganze Hand mit einer Schicht Pappmaché-Haut überzogen habt und das Pappmaché getrocknet ist, sieht die Hand so aus. Jetzt fehlt nur noch Farbe. Nehmt zum Anmalen Plakatfarben oder andere Farben, die gut decken. Erstmal bekommt die Hand eine schöne Hautfarbe. Tragt die Farbe richtig dick auf, sodass man das Pappmaché nicht mehr durchsehen kann. Die Fingernägel macht ihr ein bisschen heller.
Nehmt als nächstes einen dünneren Pinsel und weiße Farbe und malt damit das sogenannte Nagelbett. Dann lasst die Farbe erstmal gut trocknen und zeichnet noch mit einem schwarzen Filzstift hier die Falten an den Knöcheln ein. Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr die Riesenhand endlich anziehen. Sieht doch wirklich lustig aus, oder? Aber ich finde, ihr braucht unbedingt noch eine zweite. Also nehmt den zweiten Handschuh und bastelt euch noch eine zweite Riesenhand. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit diesen Riesenhänden sogar etwas in die Hand nehmen. Zum Beispiel einen Riesenstift. Und den bastelt ihr natürlich ganz einfach aus ein paar Küchenpapierrollen und macht vorne einen Kegel aus dicker Pappe dran. Das Ganze anmalen und diesmal die Finger natürlich in eine andere Position bringen. Schon könnt ihr mit dem Zeichnen loslegen. Oh, bisschen schwierig. Ich habe noch was für euch. Bastelt doch anstatt einer normalen Riesenhand ganz einfach eine gruselige Monsterhand. Schön grün angemalt, mit langen, knochigen Fingern, spitzen Fingernägeln und oben als Behaarung ein paar Plüschfellreste draufgeklebt. Stark, oder? Und ich habe noch eine Idee. Riesenhände brauchen doch unbedingt auch Riesenarme. Also verlängert eure Riesenhände einfach ein bisschen mit solchen Pappkartonrollen, in denen normalerweise Poster verpackt sind. Stark, oder? Probiert's einfach selbst. Bastelt euch eure eigenen Riesenhände. Ha! Oh, das nenne ich mal eine richtig große Idee. Riesenhände. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Wenn ihr euch solche basteln wollt, nehmt ein altes Paar Gartenhandschuhe und klebt sie mit der Handfläche nach unten auf einen großen Pappkarton. Die Handschuhöffnung muss dabei an der Unterkante der Pappe liegen. Jetzt klebt ihn mit Klebeband fest, zeichnet eine Riesenhand um den Handschuh und schneidet sie aus. Das ist eure Riesenhandgrundform. Jetzt polstert die Finger mit aufgerolltem Zeitungspapier auf und klebt einen Zeitungsballen auf die Handfläche. Kontrolliert jetzt lieber nochmal, ob der Handschuh noch richtig passt. Dann dreht die Hand um und polstert auch den Handrücken mit Zeitung auf. Klebt Pappfingernägel auf die Fingerspitzen und überzieht das Ganze mit ein paar Schichten Pappmaché aus Küchenpapier und Bastelkleber. Die Öffnung des Handschuhs lasst ihr natürlich frei. Wenn das Pappmaché getrocknet ist, malt die Hand an und Hautfalten mit einem schwarzen Filzstift dazu. Und schon sind eure Riesenhände fertig. Wie auch immer, ich persönlich werde diese Idee diesmal nicht nachbasteln. Ich habe nämlich gar keine Handschuhe, geschweige denn Hände. Tolle Bilder kann man aus allem Möglichen machen und einer, der kann das ganz besonders gut, Neil, unser großer Künstler. Er nimmt ganz alltägliche Dinge und macht aus ihnen ein Art Attack Riesenbild. Neulich kam Neil auf die Idee für etwas echt Tierisches. Schaut mal, was er macht und versucht herauszufinden, wofür er dieses alte Fensterleder hier braucht.
echt süß. Eine Kängurumutter, die ihr Junges im Beutel trägt. Und habt ihr gesehen, was Neil mit dem Fensterleder gemacht hat? Ganz bestimmt. Zuerst legt Neil es an die richtige Stelle. Und schon wurde es ein Teil des Gesichts des Känguru-Babys. Einfach clever. Jetzt habe ich einen ganz einfachen Tipp für euch, wenn ihr das nächste Mal ein Bild mit euren wasserlöslichen Filzstiften malt. Wahrscheinlich ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr mehrere Farben übereinander benutzt habt und plötzlich wurde alles braun. Das liegt daran, dass sich die Farben untereinander vermischen, weil sie wasserlöslich sind. Wenn ihr das umgehen wollt, benutzt einfach für euer Bild immer zuerst die hellste Farbe und dann werdet langsam dunkler. Ich zeige euch, was ich meine. Zum Vormalen nehmt ihr eine ganz helle Farbe, zum Beispiel ein helles Gelb. Damit malt ihr jetzt euer Bild aufs Papier. Langsam erkennt man schon einen Jungen mit einer Gitarre. Jetzt habt ihr das Bild komplett in der hellsten Farbe vorgemalt. Weiter geht's mit der nächst dunkleren, in unserem Fall Orange. Mit dem orangefarbenen Filzstift geht's weiter mit dem Gesicht des Jungen. Und natürlich die Arme in der gleichen Farbe. Als nächstes hellbraun. Ihr seht, ihr könnt mit der nächst dunkleren Farbe immer über die hellen drüber malen. Überlegt euch bei jeder Farbe, welche Stellen in eurem Bild ihr mit dieser Farbe anmalen wollt. Und immer wenn ihr mit einer Farbe fertig seid, greift ihr zur nächst dunkleren. Ist doch wirklich ganz einfach. Fangt also mit der hellsten Farbe an und werdet langsam immer dunkler. Wenn ihr jetzt mal wollt, dass sich die Filzstiftfarben extra vermischen, kein Problem. Wenn ihr zum Beispiel mit einem blauen Filzstift über die gelbe Vorzeichnung malt, seht ihr, dass sich die Farben ein bisschen zu einem hellen Grün vermischen. Diesen Effekt könnt ihr für euer Bild nutzen. Auf weißem Untergrund bleibt das Blau natürlich blau. Ihr könnt ruhig mal verschiedene Farben übereinander ausprobieren. Und so macht ihr immer weiter, bis euch euer Bild gefällt. Schon habt ihr die Klamotten des Jungen. Wenn ihr jetzt nochmal mit der Gelb übers Blau malt, seht ihr wieder, wie daraus ein bisschen grün wird. Weiter geht's mit der roten Gitarre. Für die dunkelsten Stellen nehmt ihr wieder das dunkle Braun oder sogar Schwarz. Noch die letzten Details. Nicht schlecht, oder? Ein wenig Schwarz in die Haare, ein paar Schatten auf die Klamotten und schon wird langsam aus dem Jungen ein richtiger Musiker. Fertig ist der Rockstar mit seiner Gitarre. Denkt also immer dran, wenn ihr das nächste Mal ein Bild mit euren wasserlöslichen Filzstiften malt, fangt mit der hellsten Farbe an und werdet langsam immer dunkler. Oh, was für eine geniale Technik! Bilder komplett mit Filzstiften anstatt mit Farben zu malen. Wollt ihr mal mein geniales Filzstiftbild sehen, das ich mit dieser Technik gemalt habe? Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Ich habe ein Bild von einem Filzstift gemalt, statt ein Bild mit Filzstift. Oh je. Yeah.
Bilder kann man leider meistens nur von vorne, also von einer Seite betrachten. Ich zeige euch, wie ihr ganz leicht ein Bild basteln könnt, das man von jeder Seite anschauen kann. Besorgt euch zuerst mal so eine leere Schachtel hier. Und schon kann's losgehen. Verkleidet die ersten drei Seiten dieser Schachtel mit Papier. Legt sie dazu auf einen Streifen Papier und malt jeweils den Umriss ab. Erste Seite fertig, Schachtel umklappen, weiter geht's. Das gleiche macht ihr für die dritte Seite. Versucht das so ordentlich wie möglich zu machen. Diese Form schneidet ihr aus. Und schon habt ihr einen Streifen, der so groß ist wie drei Seiten der Schachtel. Darauf könnt ihr anfangen, euer Bild zu malen. Auf diesem Bild sieht man in einer Ecke einen Fesselballon am Himmel, ein paar Bäume und eine Landschaft. Ihr könnt natürlich malen, was immer ihr wollt. Wichtig ist nur, dass ihr zum Beispiel eine Landschaft von einer Seite auf die nächste gehen lasst. Zeichnet also ein durchgehendes Bild. Wenn ihr zufrieden seid, nehmt einen Klebestift, streicht die Rückseite des Bildes komplett mit Kleber ein und klebt dann das Bild auf eure Schachtel. Haltet das Bild gut fest, damit es später auch an der richtigen Stelle sitzt. Jetzt habt ihr auf eurer Schachtel schon drei bemalte Seiten. Fehlt noch die vierte und die Oberseite. Die Unterseite hier, die können wir so lassen. Also besorgt euch einfach noch ein weiteres Blatt Papier. Stellt zuerst die Schachtel kopfüber auf das Blatt und malt außenrum. Dann klappt sie nach unten und zeichnet nochmal eine Seite der Schachtel ab. Wenn ihr das jetzt ausschneidet, bekommt ihr einen Streifen, der so groß ist wie der Deckel der Schachtel und die vierte Seite. Diesen Streifen bestreicht ihr mit eurem Klebestift. Und dann klebt ihr ihn auf die Schachtel. Legt ihn zuerst genau auf die Oberseite und dann klappt die vierte Seite nach unten. Schon könnt ihr mit eurem Filzstift euer Bild zu Ende malen. Ganz wichtig ist, dass ihr die Landschaft weiter um die Ecke malt. Die Bäume gehen also von einer Seite auf diese letzte vierte Seite. Am Himmel sind noch ein paar Wolken. Und die gehen natürlich von den Seiten rüber bis auf den Deckel der Schachtel. Zu guter Letzt malt ihr euer Bild noch schön bunt an. Fertig ist euer Würfelbild, das man von allen Seiten anschauen kann. Und das Tolle ist, diese Würfelbilder hängt man nicht an die Wand, sondern kann sie einfach überall hinstellen. Auf die gleiche Art und Weise könnt ihr natürlich mit unterschiedlichen Schachteln die verschiedensten Würfelbilder basteln. Hier habe ich noch eins. Ihr seht einen Jungen auf seinem Pferd, am Himmel fliegt eine Krähe, hier eine Vogelscheuche. Und hier der Bauer in seinem Traktor. Diesmal geht das Feld rund um das Bild und am Himmel sieht man wieder ein paar Wolken. Mit einer größeren Schachtel habe ich hier noch ein afrikanisches Würfelbild. Auf der Seite sieht man die verschiedensten afrikanischen Tiere und oben am Himmel fliegen ein paar rosarote Flamingos. Ihr könnt auch versuchen, ein Würfelbild aus einer dreieckigen Schachtel zu basteln. Schaut euch mal dieses hier an, ein Unterwasserbild. Auf der Seite sieht man die verschiedensten bunten Fische schwimmen und hier am Meeresgrund steht sogar noch eine alte Schatztruhe. Jetzt könnt ihr auch mal mehrere Schachteln aneinander kleben und daraus ein Würfelbild machen. Hier ein Science-Fiction-Bild mit lauter Außerirdischen in ihrer Weltraumstadt. Stark, oder? Probiert's einfach selbst. Bastelt euch eure eigenen Artetech-Würfelbilder. Und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. Das war's leider für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Artetech.